Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rollb und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir Ventus aufgeweckt und unsere 7 Lichter gesammelt, mit denen wir gegen Xehanort antreten können und seinen 13 Dunkelheiten. Und ja, ich denke mal, wir können zur nächsten Welt gehen, zur letzten Welt, nehme ich an. Und ja, ich habe mir aber gedacht, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um ein paar Nebensachen hier zu machen. Und zwar, wie man sehen kann, ich stehe noch mal vor dem Ding. Und ja, da sind ja Minispiele bei diesen Fruchtdingern oder wie auch immer die Dinger heißen. Hier Spielrekorde, die puddingreichen 7. Wir haben ja schon 2 gefunden, aber ich würde mal sagen, wir machen in dem Part mal alle von denen in einen Part. Das heißt, wir werden auch die machen, die wir schon mal gemacht haben. Und ja, Minispiele, weiß nicht, ob man eine hohe Punktzahl haben muss, um, weiß nicht, irgendwas Besonderes beizuschalten. Aber ich nehme an, wenn wir alle von denen mal spielen, bekommen wir auch irgendwie was, hoffe ich. Und ja, machen wir einfach mal in diesem Part. Und schon mal vorab, storymäßig wird es in den, ich glaube, nächsten 2, 3 Parts oder 4 Parts nicht viel tun. Also ja, wir machen uns jetzt einfach mal auf und machen diese kleinen Nebenquests hier. Wir sind puddingreichen 7. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich schon alle gesehen habe. In Arendelle fällt mir ein, habe ich eine gesehen. Ja, super. Nee. Oh, jetzt muss ich ihn extra noch mal ansprechen, deswegen. Komm schon. Das haben wir zwar schon gemacht bis zum Ende, aber trotzdem. Ich würde gerne doch noch mal machen mit einer halbwegs hohen Punktzahl, glaube ich. Ich weiß nicht, ob, weil ich letztes Mal erreicht habe, da 11.211, das gut ist, aber ich meine, ich war nicht so gut. Deswegen machen wir halt einfach noch mal. Dreck. Oh Mann, ehrlich. War schon wieder? Ey, komm schon. Nur weil ich da immer gegen knall und dann direkt nach rechts fahren und so. Komm schon. Dauert ja genauso lange. Und mach mal. Meine Güte, ey. Warum ist das so schwer? Das ist nur die eine Stelle, ne? Das andere läuft ja. Ich wollte eigentlich nicht den Fall treffen. So, einfach geradeaus. Nichts drücken. Oh nein, 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 nein. Nein, tu neu starten. Boah. Also wenn sich das jetzt hier so wiederholt, dann muss springen, weil einfach mal eiskalt. So, ziehen aber springen. Gut. Oh, sei jetzt nicht so frustrierend, bitte. Jetzt mal haben wir wenigstens so lange geschafft, bis die Zeit abgelaufen ist. Na, ich vergesse es immer. Nein, ich will das gar nicht treffen, ey. Boah. So. Ich wünsche, die Kamera wäre ein bisschen weiter entfernt, weil ich sehe irgendwie nur die Hälfte von wo ich hinfahre. Goofy und Donald so sich so fett machen. Okay. Einfach nichts drücken, wenn ich auf so Pfeilen drauf gehe. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann.
Gott. Ah, wieder zurück, geil. Habe ich mehr Punkte? Ich habe mehr Punkte als letztes Mal. Weil wenn ich gar nichts so kriege, ist das irgendwie besser. So Gefühl. Schauen. Die drei. So. Wir müssen irgendwie so 200.000 oder so kriegen. Oder 20.000. Ja komm, ich sag, das war ein Versand. Ich glaube, das war ein Erfolg, ne? Na guck mal, der freut sich. Sauerkirsche. Ich würde sagen, das war ein Erfolg. Ne? Problem ist, Gemini sagt irgendwie nicht hier, wie in anderen Kingdom Hearts spielen, wir müssen so und so viele Punkte erreichen, also ja, so wie dazu. Gut, aus hier. Habe sonst war ja nichts, ne? So, ich weiß nicht, ob ich hier schneiden werde oder so, je nachdem, wie lang das wird, vielleicht, aber vielleicht nicht, mal schauen. Nur 7 Stück Baum war. Ich meine, in Twilight Town war keiner. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Spielzeugkiste gehen wir auch noch mal hin, da war auch einer, aber wo war der noch mal? Das ist jetzt eine gute Frage. Forschungsbereich. Ich habe keine Ahnung. Hauptteile, zweiter Stock. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der war. Ja, okay, ich glaube, da werde ich wohl schneiden, bis ich das mal finde, ne? Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich kann mich an das Spiel an sich erinnern, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo der war. Also werde ich wahrscheinlich mal schneiden, bis ich das gefunden habe. Also ja, bis gleich. Gefunden. Also hier in der Getränkeabteilung. Gut. Ich weiß auch noch, was das Spiel war, das wir hier machen müssen. Also los, ja. Jetzt so 2-3 Minuten gesucht. Genau, wir müssen. Ja. Wir müssen diese Dinger hier stapeln bis zum geht nicht mehr. Nur die ich gerade im Moment auf mir habe, oder okay, wie soll ich denn an den einen reinkommen? Der ist auf einen Ball. Ich glaube, wenn ich groß genug bin, dann folgen nämlich wie blöde. Ich glaube, ich komme schon. Gehst du mal weg, ey? Irgendwie kann ich nicht mehr von denen tragen. Muss ich noch große tragen oder was? Verstehe es nicht. Hallo? Keine Ahnung. Ich glaube, das war gut. Ich weiß es nicht. Er klatscht oder sie. Das ist auch, glaube ich, gut, ne? Ja, wäre. Weißt du, alles für nur eine Zutat, ne? Das ist irgendwie. Weiß nicht. Bringt es nicht so. Wenn ich jetzt 10 oder so von denen kriegen würde, dann wäre doch mal was. So. Nächste Welt. Jetzt kommen die ganzen neuen. Ich weiß. Was wäre die nächste Welt? Dingens, ne? Corona. Da weiß ich jetzt nicht, wo sich das Ding nochmal befindet, aber ich werde es mal suchen und
schalte dann wieder ein, sobald ich es gefunden habe, ne? Ja, ich glaube, so mache ich das. Also, keine Ahnung. Bis gleich. Aha. Okay. Das ist relativ am Anfang in dieser Welt. Gut. Hat doch ein bisschen genau, bis ich das gefunden habe. Also, ja. Gut, können wir ja das hier ausmachen. Ausmachen. Gut, Orange. Zeig mal, was muss ich hier machen? Braucht er jeden Pudding in seiner Hand und genau für einen perfekten Schnappschuss. Okay. Das Ding. Let's see. Okay. Ich lass mich noch mal neu starten. Ja, wenn schon gut hier abschneiden, ne? Ich meine, es gibt hier keine zeitliche Begrenzung, ne? Okay. Das ist ein komisches Spiel. Fotos machen. Oh, hier sind mehrere, merke ich gerade. Schon sagen, mehrere Pudding. Schon machst du irgendwas? Ich glaube, ich weiß was. Jetzt angerannt kommen, ne? Aber jetzt rennst du natürlich nicht zu mir. Boom. Exzellent. Also man kann nur ein Foto machen. Bei jedem von dem. Gut. Warum nur gut? Na komm. Komm schon, mach was Süßes. Ein bisschen Pudding. Mich verstecken vor dem, bis die irgendwas machen. Na komm. Let's see. Also mach irgendwas. Sei putzig. Ja. Ja. Let's see. Sehr gut. Verdammt, den einen habe ich nicht auf Exzellent geschafft. Ja. Let's see. Oh, was? Oh. Springen. Und schon 10.000 Punkte. Wir sind doch bestimmt drin, ne? Also mir wird keine Punktzahl vorgeschrieben, die ich erreichen muss. Also habe ich ja mal, das ist in Ordnung.
Exzellent. Zeit um. Irgendwie nicht. Ich habe keine Fotos mehr. Da hätte ich den einen nur exzellent geschafft, dann wäre perfekt gewesen, glaube ich. Und den einen ist, glaube ich, auch noch gut, ne? Blutorange. Uah. Blutorange schmeckt nicht. Auch. So, ich glaube, hier war irgendwo ein Speicherpunkt. Nö. Dann gehen wir zum Turm. Ja, hier bin ich falsch, war. Was wäre die nächste Welt? Da muss ich mal erst gucken, bevor ich hier einen Schritt mache. Sehr gut, Donald. Oh, wo ist denn jetzt schon wieder hier? Ja, boah. Oh, kleiner Ruckler. Ich glaube, es gibt einige Hater für Kingdom Hearts. Ich habe schon, weiß nicht. Ich habe noch nicht mal was, irgendwie was mit. Okay, ich. Mir werden Sachen manchmal wieder empfohlen, wo ich wieder meine Augen verschließen muss rechtzeitig, bevor ich irgendwie einen Spoiler sehe oder so. So Sachen wie Kingdom Hearts 3 sucks. Also ja, da würde ich gerne mal eine Begründung hören, weil letztes Mal auch, aber hatte überhaupt nichts mit Kingdom Hearts zu tun. Aber jemand hat da irgendwie so was geschrieben, warum gab es das nicht in Kingdom Hearts? Da hat einfach nur jemand geschrieben, Kingdom Hearts 3 ist scheiße. Auf Englisch. Und ja. Und so. Okay, ich weiß, wo hier sich das Ding befindet. Ich weiß nur nicht genau, wie man da hinkommt. Halt. Ich glaube, ich muss erstmal hier hingehen, ne? Den haben wir doch, glaube ich, schon mal gesehen, wegen Glücksembleme. Die ich übrigens alle habe anscheinend. Also ich habe anscheinend alle Glücksembleme. Das heißt, in der nächsten Welt wird es keine mehr von denen geben, anscheinend. Gut, also muss ich die wenigstens suchen. Schatztruhen allerdings fehlen mir immer noch welche. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch eine Trophäe oder irgendwie sowas bekommen. Gut, ich glaube, ich mache dann hier wieder einen Schnitt, bis ich den Typen finde. Und ja, bis gleich. Oh mein Gott, ich habe mich hier so verirrt, ne? Ich bin, glaube ich, 3-4 Mal mit diesen blöden Schienen gefahren, bevor ich gemerkt habe, dass ich hier doch rein kann. Boah. Das war nervig. So, Bananenpudding. Ich bin Angriff des riesigen Pudding aus und besiege die kleinen Puddings. Okay. Gar nicht, welche meiner Schlüsselschwerter stärker ist. Aber ich brauche den nur einmal angreifen, okay. Hey! Du Mistfähig, ey. Oh. Okay, das war nervig. Nochmal. Boing. Boing. Ich meine, Dings bekommen dafür. Ich glaube, der wird irgendwann schneller, ne? Hey. Ich glaube, das ist so besser, was ich hier machen kann, ne? Ja.
gibt's bestimmt bessere Strategien für, aber was soll's. So, 23.000, wie war das? Gut. Okay, das ist eine andere Animation als sonst. Was? Ich krieg Zeugs dafür? Boah. Ich auf den Arm nehmen? Fühlbarkeit da von Hochmagie-Kommandos. Ja, das ist super. Oh, sag mir doch mal ein Hi. Weil ich würde doch gern dann die ganzen Sachen hier bekommen. Hier sieht aus, dass ich einige Sachen hier offscreen dann noch machen. Geil. Hier? Mike hat einfach nur so rüber guckt, so, was machst du? Okay, anscheinend weiß ich nicht. Muss ich das dann alles nochmal machen? Gegner. Ach so, ja. Ja, so als ein Herzlose. Ja, ich meine, okay. Habe ich so über 20.000 bekommen mit jedem? Ich weiß es nicht. Egal, Weltkarte. Kriege ich dadurch Fertigkeit? Nee. Gibt's da nicht. Das war jetzt nicht so gut. Also Kommando für Hochmagie wird länger angezeigt. Das bringt mir jetzt nicht so viel. So, Arendelle, da weiß ich zum Glück, wo das Ding ist. Das ist genau hier. Und ich dann nur irgendwo runterspringen, dann sind wir schon da. Gut. Keine Ahnung. Also wenn ich irgendwie Glückspilz oder so von einem von den Dingern bekomme, dann wäre richtig geil. Und das ist eine Sache, die ich gerne haben möchte. Um irgendwie Items zu farmen und so. Mit 0 Erfahrungspunkte. Also ja, gib mir die bitte. Soll ich die Ordnung waren, wenn ich einführe? Ich will sofort eine warme Mütze und einen dicken Schal. Ist nicht irgendwie eine Stelle, wo er immer sagt, ich liebe Schnee? Na, so. Nimm mal ein paar Sachen hier. Ja, und da unten ist das Ding schon. Perfekt. Perfekte Lamente. Darf ich der fünfte, ne? Das ist schon der sechste. Das ist der fünfte. Warte mal hier. Weintrauben. Schnell, du kannst. Blockiere Magie, um sie zu Absender zurück. Mach ich eigentlich hier. Oh. Ich glaube, ich brauche ja auch nur 20.000. Ah, oh, Mann. Meine Magie ist ganz schön stark, ne? Wenn ich auf diese Dinger drauf, Mann. Wie das eingefroren. Oh, das ist gut. Warte. Ragnarok. Jetzt habe ich so viele Angriffe. Ja.
Ich glaube 20.000 ist zu wenig, ne? Wohl. Ah, Dreck. War auf jeden Fall nicht gut, ne? Der klatscht. Aber er macht keinen Freudentanz. Oh, mein Fokus wird nicht aufgeladen, ehrlich. Aber ich habe eine Idee. Haben wir Ether? Nee, nicht genug. Dann machen wir halt so. Glaube ich den Helfsheriff für ausrüsten. Ich glaube, mit denen mache ich mehr Schaden. Darüber mal, es könnte auch gut sein. Ah, da geht voll Zeit flöten. Frieren dadurch ein, okay. Ah, dauert alles so lange. Was ist das? Nein, ich wollte Blitzka einsetzen. Ist da. So, das sind auch viele Punkte. Komm. Was ist das? 30.000, der war bestimmt gut. Er schon vorher geklatscht hatte. Sehr gut. Team Eis erlernt, okay. Was ab für Donald? Oder Dings? Damit Donald Eis auf der Nähe befindet sich Gegner. Komm, Aufschluss bei Donald. Bei Donald, neben Donald. Aber wir gehen langsam die Dings hier aus, ja. Lass mich noch einen Speicherpunkt finden, dann können wir hier raus. Zwei fehlen auch. Komm. Ich weiß, wo in San Francisco einer ist. Also ungefähr. Irgendwo auf dem Gebäude auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wo der von Dings ist. Von der Karibik. Doch, weiß ich wohl. In diesem Fort. Wo ist es? Genau in der Mitte von diesem Fortstadt. Genau. Schön. Oh, da muss ich aber noch mal bei jedem zurückgehen und irgendwie eine gute Punktzahl holen. Irgendwas zu lernen, ne? Dreck. Aber tun wir die erstmal abschließen, ne? Aber weh, ich bekomme von einem von den Glückspilz, ne? Und ich habe das noch nicht. Würde ich nämlich gerne haben. Okay. Ich dachte, das Spiel wäre jetzt abgestürzt. Weil das Herz hat aufgehört zu drehen. Speichere mal lieber. Ah, hier habe ich jetzt letztes. Okay. Gut, Melonenpudding. Zeig mal. Ich hab's mit den Kanonen und Anschau bei Pudding. Oh, okay. Ich dachte, ich konnte die so. Mit der Glocke, um alle Kanonen auf einmal abzufeuern. Okay.
Das sieht lustig aus. Wie Blitzka wirklich hier alles, wie ich mit Blitzka wirklich hier alles lösen kann. So, komm her. Boom. Boom. Ja, das kriegen wir hin, ja. Wisst euch. Oh, Pisser. Okay, hat aber gereicht anscheinend. Fokus-Sog. Was hat Melone? Für dein Repertoire ein Multifokus-Fähigkeit zu, dein kein Fokus kostet. Absorbier Fokus vom visierten Gegnern. Kann aufgestapelt werden. Habe ich da nicht schon? Ja. Okay. So, letzter. San Francisco. Werde ich die anderen Dinger wahrscheinlich noch mal anhängen, wenn ich den irgendwie ein Highscore bekommen habe. Hoffentlich. Ich nehme an, man muss über 20.000 Punkte oder so holen, ne? So, ich meine, ich habe das Ding nachts gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine Voraussetzung ist, dass das Ding auftaucht, aber gucken wir mal. Oder alle Truhen zu finden und die Glücksembleme, das war absoluter Horror, ey. Eine, die in der Säule irgendwie versteckt war. Ey. Habe ich einfach nur so versucht. Hat aber sogar geklappt und da war sogar was drin. Ey. Gut. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wie viel lang dieser Part hier wird. Ich habe ja schon 50 Minuten aufgenommen, aber ich habe noch nicht das eine geschnitten hier, also mit eingerechnet. So, irgendwo. Irgendwo oben. Hier, Moment mal. Bin ich gewundert, weil ich irgendwie die Dings hochgelaufen bin. Und sonst konnte ich doch immer irgendwo hin. Nee. So, die Frage ist jetzt da, da ist er schon. Perfekt. Boing. Okay, was müssen wir hier machen? Schön, irgendwas. Das ist ja alles hier ein Gebiet. Also, oh nee, okay. Okay. Der Text ist ein bisschen langsam. Komm schon. Ich wollte erst gucken. Puddingbändiger. Text ist so lange gescrollt. Ich wollte ihn erstmal lesen. Dann war ich schon weg. So. Gewesens gehen wir nicht im freien Fluss jedes Mal, wenn wir runterfallen. Weil es immer voll nervig, dieser Wechsel. Was? Gott. Oh, komm schon. Ist doch voll schwierig. So, aber die Kunden reichen 7 abgeschlossen. Ich werde dann wahrscheinlich ganzen Sachen irgendwie nachreichen irgendwann.
eigentlich in diesem Part. Mal schauen, wie das hier noch gerne schaffen, obwohl das sieht mir nach einer sehr nervigen Mission aus. Minispiel, also immer. Ich gebe nur 300 Punkte, ey. Das ist immer so spät erst. Was? Jetzt sind wir hier. Okay, die Bewegenden sind sehr schwer zu erreichen, finde ich. Natürlich ist einer Bewegenden. Natürlich sind beide Bewegenden die, wo ich drauf springen muss als nächstes. Ja, der untere ist, glaube ich, sicherer, also nicht sicherer, aber wahrscheinlicher. Oh Gott, ich glaube, ich bin zu weit entfernt. Da unten ist auch einer, aber ich muss nicht auf die springen, ne? Noch einfach weitermachen, oder? Nein. Oh. Mit dem machen Freudensprung. Ne. Dreck. Hier im Überfluss. Okay. Wo ich würde sagen, ich beende den Part hier. Ich werde das dann irgendwann mal einreichen, so richtig. So, jetzt habe ich ehrlich gesagt nicht darauf Bock, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, oh, ich krieg die Sachen nur hiervon. Okay. Aber ich werde dann die irgendwann offscreen nachholen. Ich werde das vielleicht nicht aufnehmen, weil ich werde jetzt nicht direkt in diesen Part hier reinpacken. Ich zeige einfach dann nur, weil ich für Fertigkeiten nicht bekommen habe. Und ja, dann sehen wir uns. Ich will vielleicht noch mal ins Bistro reinschauen, weil ich ja jetzt ein paar neue Sachen bekommen habe, glaube ich. Also gucken wir mal, ob ich was Neues kochen kann. Dann können wir den Part beenden. Ne? Klingt das nach einer guten Idee? Ja, okay. Gut. Ah, nur noch ein Rezept fehlt dann noch. Na, schon wieder das. Exzellent. Ich habe immer noch einen Gourmet-Ring ausgerüstet übrigens. Rindfleisch Sauté plus. Oh, schon wieder so ein Ding. Okay. Und ihr habt diese Seite hier schwieriger. Oh Gott. Okay, gut. Erstmal mit neuen Sternen, Onkel Dagobert. Ich meine, wie viele geile Sachen wir ja schon gemacht haben. So, ich habe das jetzt so drauf mit dem Ding, also machen wir mal. Oh Gott. Sehr gut. So, Messerchen. Okay, das ist eine gute Technik. Einfach meine beiden Zeigefinger nehmen. Und hier das noch. Da unten ist auch noch. Hab ich gesehen. Ich nehme an, das ist jetzt nur, weil ich den Gummiring ausgerichtet habe, dass das hier so einfach exzellent bekommt. Aber ja, oh, hier kann ich einige mal vermasseln. Gut, direkt was zu früh. So früh, Mann.
Sorry. Ja, zu aggressiv gekocht, ey. Noch einmal, ich kann da zweimal noch versuchen, komm. Boom. Er sieht auf jeden Fall sicher aus. Gut. So, wie viele Dinger fehlen denn noch? 1, 2, 3. Cool. Honig. Honig, mir fehlt überall Honig, ehrlich. Oh, das sieht aus als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, ich brauche von jedem von diesen Dingern ja was. Okay. Gut. Wird nachgeholt. So, vielleicht tue ich jetzt hier noch ein bisschen versuchen, die Dinger zu machen, wenn wir schon dabei sind. Dann gucken wir mal. Oh nee, lass den Part beenden. Ich werde das offscreen machen. Ich werde mich jetzt nicht unbedingt damit aufnehmen, weil das ist jetzt genau das gleiche. Also nehmt einfach mal an, dass ich bis zum nächsten Mal, also nicht, okay, vielleicht nicht nächsten Mal, aber irgendwann in der Zukunft die ganzen Fertigkeiten davon ab. Und ja, im Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir ein paar Gummischiff-Missionen. Klingt das nach einer Idee? Ja, okay. Wenn wir irgendwie das ganze erste Gebiet hier hoffentlich komplettieren, und dann kann ich euch mal das neue Gummischiff zeigen, was ich gebaut habe. Da freut ihr euch auch bestimmt, ne? Gut. Sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Abo, Like, Kommentar, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.